Hallo, lieber Astro-Rebell. Herzlich willkommen zurück zu deinem Astrologie-Kanal auf YouTube. Mein Name ist Emmanuel und das ist 10 Stern Astrologie. Mein lieber Widder, die Sonne ist im Löwe. Im August 2019 wirst du die Sonne in deinem Haus der kreativen Entfaltung haben. Du wirst dich im Monat von einer Last befreien können, die du vielleicht mit dir sehr lange trägst. Ein Projekt, das sich ein bisschen verzögert hat, wird endlich zur Ausführung kommen. Am 1. des Monats haben wir Merkur wieder direkt. Bis Mitte August wirst du versuchen, dich zu entlasten. Es empfiehlt sich, bestimmte Aufgaben und Pflichten zu delegieren, sodass du deine Zeit angenehmer aufteilen kannst. Eine Angelegenheit, die für viel Unruhe gesorgt hat, dürfte sich klären. Insbesondere, wenn du dich in letzter Zeit mit Wohnideen oder der Gestaltung von Räumlichkeiten auseinandergesetzt hast. Am 1. haben wir einen Neumond in Löwe. Der Einfluss dieses Mondes bleibt bis Mitte des Monats. Erfolg in der Liebe ist möglich, vor allem wenn du bereit bist, die schöne Seite des Lebens zu genießen. Es wird besonders wichtig sein, selbst Initiative zu ergreifen und mit einer positiven Einstellung das verwirklichen, was du für richtig hältst. Angenehme Aktivitäten wie etwa Urlaub, Kino, Kunstveranstaltung, Party oder Sport sind äußerst begünstigt. Zwischen 7. und 11. August macht die Sonne einen schönen Trigon zu Jupiter in Schütze. Die meisten Widder werden eine besondere positive Zeit mit dieser Konstellation erleben. Du kannst mit der Unterstützung von anderen Menschen rechnen. Eine berufliche Weiterentwicklung oder Fortschritt kann dir einfacher gelingen, als du denkst. Am 15. des Monats haben wir den Vollmond in Wassermann. In deinem Sozial- und Liebesleben wirst du einen Schub erleben. Es kann aber auch geschehen, dass du eine Freundschaft beendest oder den Kontakt zu jemandem abbrechen wirst. Ein Wunsch, den du hast, wird in Erfüllung gehen. Vorsicht bei Geldtransaktionen und Online-Banking ist zu empfehlen. Zwischen 18. und 21. des Monats haben wir Mars und Venus in das Sternzeichen Jungfrau eingetreten. Eine kritische und detaillierte Auseinandersetzung mit einem Thema wird notwendig sein. Möglicherweise wirst du eine Angelegenheit für andere Menschen organisieren und vorbereiten, und dafür darfst du keine Dankbarkeit erwarten, denn diese wirst du nicht erhalten. Die Zusammenarbeit mit Kollegen oder mit anderen Menschen wird nicht zufriedenstellend sein, solange man sich nicht über die Details einer Angelegenheit einigt. Ab dem 26. des Monats machen Venus und Mars einen positiven Aspekt zu Uranus. Du wirst besondere Aufmerksamkeit auf deine Gesundheit, körperliche Pflege und Wohlergehen schenken. Die Aufrechterhaltung deines Alltagsrhythmus wird unerlässlich für die praktische Anwendung deiner Überzeugungen sein. Sei bereit, dir selbst treu zu bleiben und authentisch zu sein, trotz mancher Veränderungen, die am Monatsende auftreten werden. Mein lieber Astro-Rebell, mit diesen Wörtern bin ich fertig mit der allgemeinen Monatsprognose für deinem Zeichen. Wenn du eine individuelle und genauere Vorausschau brauchst, dann kannst du dich gerne bei mir melden bzw. eine Beratung buchen.
Meine Webseite lautet www.zenstern-astrologie.com. Vielen Dank und bis zum nächsten Video.